Ich bin eben losgegangen und habe den Wocheneinkauf für meinen Freund und mich gemacht und zeige euch jetzt mal, was ich für die Woche so geholt habe. Als erstes eine Kokosnuss. Ich bin wegen so einer Serie gerade so im Kokosnussfieber und die sind so lecker. Dann habe ich gesehen, dass Erdbeeren und Himbeeren im Angebot sind, davon noch was mitgenommen und noch Bananen. Kleiner Tipp, wenn ihr Eier kauft, schaut immer einmal rein, ob die wirklich alle in Ordnung sind. Hier war das zum Beispiel nicht der Fall. Dann habe ich so ein paar Schokoriegel mitgenommen, die nimmt Jana immer mit zur Arbeit. Und Toast für Nutella-Toast am Morgen. Aufbackbrötchen, dann Spinat und Fischstäbchen. Ich liebe das. Diese Pizzabrötchen sind auch so lecker. Dann noch Milch, fettarme für mich und die normale für Jano. Und ganz viel Müllermilch. Dann habe ich gesehen, dass Actimel im Angebot ist und davon auch direkt was mitgenommen. Und noch Sahne für die Erdbeeren. Joghurt mit der Ecke war auch im Angebot. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist die leckerste Sorte. Dann habe ich noch so ein paar andere Joghurts mitgenommen und stand wieder Ewigkeiten vom Käseregal, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Habe dann aber am Ende den genommen und Babybill. Und es gab so ein riesen Babybill. Boah, habe ich gerade schnell gesprochen. Dann habe ich Butter mitgenommen, die war auch im Angebot. Und noch so ein Klotz zum Backen, diese Vanillemilch, Nudeln und Tomatensauce darf natürlich nie fehlen. Waschmittel und Weichspüler. Dann habe ich gesehen, dass Abschminktücher im Angebot sind, habe die auch noch mitgenommen und auch Deo. Macht an der Stelle schon mal das Plus weg und schätzt mal, was der ganze Spaß jetzt hier gekostet hat. Ich werde der Person, die im